Ja. Quasi. Gewissermaßen. Und unter anderem das auch. Herzlich willkommen zurück. Die Rückkehr des Duellanten. Mein Name ist Alex Defenderis. Das ist das Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Yu-Gi-Oh! World Championship 2007 auf dem Nintendo DS. Kleine Information in eigener Sache. Die letzten beiden Episoden sind mehr oder weniger durch einen Zufall zusammengestellt worden, weil es ein kleines Aufnahmeproblem gab. Mal schauen, wie lange ich das jetzt auch ohne Probleme jetzt noch so fortsetzen kann. Zu der Sache in den Episoden 9 und 10, zu dem Dawn of the Axis Starterdeck, das zusammen mit dem Spiel Yu-Gi-Oh! Zexal World Duel Carnival für den 3DS diese Woche eigentlich rauskommen sollte, wurde um eine Woche nach hinten verschoben. Das Spiel erscheint jetzt für den Nintendo 3DS am 3. Juli, nicht am 26. Juni. That being said, ich würde sagen, steigen wir mal direkt ins Spiel ein. Ich habe gerade beschlossen, Kuribo ist ein blöder Gegner. Gerade auch wegen den ganzen Elemental Hero Karten. Ich würde sagen, zum Farmen von Duel Points für bessere Karten, für ein besseres Deck etc. 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 ist, glaube ich, das Wombat ganz gut geeignet. Und ich darf sogar anfangen. Klasse. Das gefällt mir sehr gut. So, let's go for it. Genau. Goddess of the Third Eye als Ersatz für ein Fusionsmonster. King of the Swamp, ebenfalls Fusionsmonster-Ersatz. Skyscraper 2, Hero City. Destiny Hero Doomlord. Das heißt, ein gegnerisches Monster für knapp zwei Züge aus dem Spiel schickt. Und dann noch den Card Trooper. Wenn ich irgendetwas für den ersten Zug spielen wollen würde, dann wahrscheinlich King of the Swamp. Riesentronade hebe ich mir auf, um die Sachen wieder auf die Hand zurückzunehmen. Die hilft mir nicht weiter, die würde ich erst ab dem zweiten Zug einsetzen wollen, wenn ich wirklich was Konkretes zum Angreifen habe. In Hoffnung, dass der Gegner seine lebenspunkterhöhenden Effekte nicht zu sehr... jetzt geht's los. ...1600 Angriff. Respektabel. Bevor ich jetzt aber irgendetwas mache, würde mich gerne mal der Karteneffekt interessieren, den er aktiviert hat. Foolish Burial. Ein Monster vom Deck wird ausgewählt und auf den Friedhof geschickt. Danach kommt es auf den... Danach wird das Deck gemischt. Big Koala auf den Friedhof. Das gefällt mir nicht. Vielleicht holt er sich den wieder. Der hier. Any damage to you from a card effect becomes zero. Betrifft das nur Karteneffekt oder auch Schaden? Ich denke mal, das bezieht sich nur auf Karteneffekt. So, mit Card Trooper könnte ich den Death Wombat jetzt direkt schon erledigen. Dann wäre der schon mal aus der Schussbahn. Ich habe keine Ahnung, was der Gegner da liegen hat. Der Riesentronade würde ich mir eigentlich noch ganz gerne aufheben. Ich könnte aber auch mit dem Robotic Knight angreifen und die beiden Monster zerstören sich gegenseitig, da selber Angriffspunkte. Ich glaube, den Card Trooper hebe ich mir noch auf. Der könnte noch eine wichtige Trumpfkarte werden. Ich probiere es jetzt erstmal mit dem Robotic Knight. Und beide Monster werden zerstört. Gegner aktiviert seine Fallenkarte nicht. Ich vermute, es ist eine Fallenkarte. Muss aber nichts heißen. Ich habe noch kein Elemental Hero Monster auf dem Friedhof.
erst recht nicht durch irgendeinen Kampf zerstört. Beenden wir den Zug und warten mal ab, was dann noch so kommt. Oh. Ja, ich würde sehr gerne das Feld überprüfen. Monster Reincarnation. Eine Karte abwerfen. Ein Monster vom Friedhof kommt auf die Hand. Er hat Megawandler abgeworfen. Aber was stimmt hier dann nicht? Okay, holt sich den Big Koala. Der zwei Tribute braucht, um beschworen zu werden. Sekunde. Ich könnte durch den Karteneffekt das gegnerische Monster erstmal vom Spielfeld entfernen, aber ich kann in dem Zug nicht angreifen. Ungünstig. Ich würde sehr gerne den Silent Magician Level 4 aufs Feld bringen, aber auch auf dem Feld lassen können. Ich werde es jetzt einfach mal riskieren. Das wird wehtun. Der Squalus Effekt. 400 Schaden an meinen Lebenspunkten als Flip, wegen Flip-Effekt für jede Karte in meiner Hand. Autsch. Aber von der Angriffspunktzahl schon unterlegen, denn im nächsten Zug, wenn der Gegner eine Karte zieht, kommt ein Spellcounter drauf, plus 500 Angriff, 1500. Das muss er dann auch erstmal schaffen. Ich setze meine Giant Tornado erstmal, genauso wie diese Field Spell Card, und ich beende den Zug. Und die Angriffspunkte wurden erhöht. Der Gegner setzt ein Monster in Verteidigung. Das kann uns zum Vorteil reichen. Das Ding ist, ich muss das Koala wegkriegen, beziehungsweise das andere Monster. Ich weiß nicht, was da drunter ist. An der Squala komme ich noch nicht vorbei, wegen der 1800 Verteidigung. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Verteidigung das Monster hier hat. Wenn ich jetzt mit dem Silent Magician Level 4 drauf gehe, kann es sein, dass es nicht reicht. Der Gegner hat dann in seinem nächsten Zug die Möglichkeit, seine zwei Monster als Tribut zu opfern und dann den großen Brummer da aufs Feld zu bringen. Was war das nochmal? Riesenkoala, Riesenbombarde, irgendwas. 2700 Angriff. Da muss ich erstmal dran knabbern. Deswegen mache ich das jetzt erstmal so. Ich aktiviere diesen Karteneffekt. Und ich entferne dieses Monster erstmal für zwei Züge aus dem Spiel. Es ist jetzt vollkommen egal,
was jetzt da drunter ist. Aber ich habe zumindest für einen Zug Ruhe vor seiner Tributbeschwörung. Ja, er hat gerade aktiviert. Sealed Gold Koffer. Eine Karte von seinem Deck wird aus dem Spiel entfernt. Und während der zweiten Standby-Phase nach der Aktivierung kommt diese entfernte Karte auf seine Hand. Das ist Future Fusion. Eieieiei. Ist wie eine Fusionsbeschwörung mit Anhängsel. Eigentlich eine ganz praktische Karte. Future Fusion könnte auch für mein Deck ziemlich hilfreich sein. Natürlich greift er jetzt den an. Aber die 500 Schaden kann ich gut wegstecken. Es wird die Musik schon ganz dramatisch, weil ich scheinbar in der Unterzahl bin. Jetzt darf er die erstmal wieder auf die Hand nehmen. Die wird gesetzt. Die wird aktiviert. Nur für den Fall des Falles, dass ich gleich einen Elemental Hero ausspielen kann. 2000 reichen aus, um den zu vernichten. Und ich würde sagen, ich setze mit dieser Karte noch 1700 hinterher. Das sieht doch ganz brauchbar aus. Noch drei gegnerische Züge, dann hat man Silent Magician sogar den notwendigen Spellcounter, dass sich der Silent Magician Level 8 ausspielen lässt. So, im nächsten Zug müsste die per Standby-Effekt, ja, da ist sie wieder. So, 2500 sollten genug sein, um das gegnerische verdeckte Monster zu zerstören. Cyberstein. Die Karte gilt laut den aktuellen Regeln mittlerweile als verboten. Und das auch zu Recht, wie ich finde. Für die Kosten von 5000 Lebenspunkten lässt sich ein Monster aus dem Fusionsdeck, beziehungsweise aus dem Extra-Deck, wie man mittlerweile sagt, Spezial beschwören. Ich befürchte, die 5000 Lebenspunkte bekommt er so schnell nicht mehr zusammen. Der Gegner hat noch 3700, ich habe noch 4700. Das Match entwickelt sich momentan so, wie ich es gerne hätte. Der Gegner darf seine Karte wieder auf die Hand nehmen. Und jetzt geht das Elend los. Er wählt aus Master of Oz. Call of the Haunted und Big Koala. Ah. Ich will nichts sagen, aber ich befürchte, das war ein ganz großer Fehler. Er hätte irgendwie versuchen sollen, mein Silent Magician Level 4 zu zerstören. Denn im nächsten Zug hat er mit 3500 ziemlich viel auf dem Kerbholz. Momentan haben wir exakt dieselbe Anzahl an Lebensbonus, unfassbar. Card Trooper, Legendary Sword, Goddess with a Third Eye. K
Call of the Haunted. Dafür hätte ich mir die Riesentornade eigentlich aufheben sollen. Ich hätte gerne noch ein bisschen weiter gespielt. Ich befürchte nur, mir geht in diesem Match langsam die Zeit aus. Ich hole mir die Axe of Despair. Damit komme ich auf jeden Fall durch das Verteidigungsmonster. Mein Silent Magician Level 4 erledigt Big Koala. 300 Schaden an den Lebenspunkten. Hat der Gegner nur noch 3400. 500 dann noch weiter dazu. Und dann schauen wir mal weiter. Das Koala. Jetzt bekomme ich erstmal noch 800 Schaden für die zwei Handkarten, die ich noch auf der Hand habe. Und habe wieder weniger Lebenspunkte als der Gegner. Und jetzt wieder exakt genauso viel. 2900. Das ist momentan ein richtiges Hin und Her. Und der Gegner hat praktisch aufgegeben. Das war's. Silent Magician Level 8. Und ich kann effektiv sagen, dass ich... Oh. What is this? Er hat die Beschwörung unterbunden. Was ich jetzt enorm witzig finde, dass er die Karte jetzt für meinen Elemental Hero Clayman benutzt hat. Er hätte damit genauso gut die Special Summon von meinem Silent Magician Level 8 unterbinden können. Es ist wie es ist. Kurzer Prozess. Finito. GG. AI. Voll auf die 12. Und dafür kriege ich schon 3 Booster. Zum Abschluss der Episode gönnen wir uns die 3 Booster. So, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Collection. Wir sagen, da das Deck momentan sehr auf die Elemental Heroes aufbaut, und alle auf. Oh, was haben wir? Spark Blaster. Ist für Elemental Hero Sparkman. Ah, man kann die Kampfposition von einem offenen Monster ändern. Nach 3-mal wird diese Karte zerstört. Featherwind. Elemental Hero Avian. Skull Lair. Karten vom Friedhof quasi. Verbannen, um ein offenes Monster auf dem Feld zu zerstören. Dragonic Attack, Warrior-Type Monsters, Dragon-Type. Skyscraper, oh klasse. Da unten direkt der nächste, was ist denn hier? Elemental Hero Thunder Giant. Sparkman Clayman. Ja? Was macht denn die Nettes? Einmal während meines Zuges, wenn ich eine Karte von meiner Hand abwerfe, select and destroy one
face up monster on the field. Allerdings geht das nur mit Monstern, die weniger Angriffspunkte als diese Karte haben. Gut, man könnte die Karte dann noch ein bisschen, ich sag mal, aufrüsten mit entsprechenden Ausrüstungszauberkarten. Mylos Radiant. Increase Attack all Earth Monsters 500 Points. Zweischneidiges Schwert. Rope of Life. Oh. Die Karte hat mal ordentliche Kosten. Ich weiß nicht, ob ich die so in meinem Deck haben will. Fusion Gate. A Fusion Monster can be Fusion Summoned without using Polymerization. Damit würde zumindest die Fusionszauberkarte überfällig werden. Offerings to the Doomed. Destroy one face of monster. Skip your next draw phase. Ha. Huh. Ach. Na, ich weiß nicht. Rope of Life nochmal. Die hier sieht ganz witzig aus. Und Fusion Gate ist zumindest nützlich. Offerings to the Doomed. Ja. Vielleicht. Wie geht es weiter? Also warte in der nächsten Episode. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Alex DeFenris. Das ist die Rückkehr des Duellanten Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, Yu-Gi-Oh! World Championship 2007 für den Nintendo DS und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Eine kleine Information in eigener Sache. Yu-Gi-Oh! Fans und Kartenspieler, aufgepasst. Wollt ihr ein bestimmtes Deck sehen? Sollen wir ein bestimmtes Deck gegen den Computer testen? Besser euer Deckrezept von uns vorgestellt werden. Oder ihr habt sogar andere Ideen? Dann schreibt eine Mail an kontakt@derdrittespieler.de mit dem Betreff Duell. Und wir werden eure Wünsche so gut es geht erfüllen. Die Rückkehr des Duellanten ist nicht nur unser Videoformat, es ist für euch alle gedacht, die Spaß am Yu-Gi-Oh! Trading Card Game haben. Beste Grüße, das Team von Der Dritte Spieler.